Ja, dann herzlich willkommen zum letzten Vortrag des heutigen Tages. Ich hoffe, Sie haben noch ein wenig Aufmerksamkeit übrig behalten. Und wir wollen ja dann alle noch zum Empfang gehen. Gut, also, es wurde ja schon angedeutet, es geht um Niederschlag, Niederschlagsveränderungen regional hier in Sachsen. Und der Fokus ist auf die Extreme des Niederschlags, also sowohl Starkniederschlag als auch Trockenphasen. Zunächst ein paar Anmerkungen zum Untersuchungsgebiet und zu den verwendeten Daten. Also ich möchte ja Betrachtungen durchführen, also die Beobachtungs- und die Klimaprojektionsdaten zusammenbringen und habe als Beobachtungsdatensatz etwas mehr als 100 Stationen verwendet von 1901 bis 2012. Für einige Indikatoren, wo ich Tagesniederschlagsdaten verwendet habe, habe ich erst die Untersuchung ab 1931 angefangen, aufgrund ja, der geringen Verfügbarkeit von Stationen mit Tagesdaten vor diesem Datum. Dann neben den Beobachtungsdaten habe ich auch Klimamodelldaten verwendet, verschiedene regionale Klimamodelle, darauf werde ich gleich näher eingehen, und diese liegen von 1961 bis 2100 vor, sodass ich, wenn ich beide Datensätze kombiniere, 200 Jahre der Klimaentwicklung abdecken kann, also 1901 bis 2100. Ja, die Untersuchungen finden im Wesentlichen für Sachsen, beziehungsweise, wie ich gleich zeigen werde, für die Klimamodelldaten für die Reklam-Modellregion statt. Das ist eine etwas kleinere Region, doch zunächst zu den Beobachtungsdaten. Die sind hier dargestellt und man erkennt es, wenn man genau hinschaut, einige Stationen haben noch so einen Kringel rundherum, das sind die, für die auch die Tagesdaten verwendet wurden. Und bei einigen Stationen habe ich eben nur die Monatsdaten verwendet, ja auch aufgrund der Datenqualität und der Verfügbarkeit von Tagesniederschlagsdaten. Gut, schauen wir uns die Klimamodelldaten ein. Da habe ich sowohl physikalisch-dynamische Regionalmodelle verwendet, als auch statistische Downscaling-Verfahren. Alle haben den gleichen Antrieb, und zwar das Globalmodell ECHAM-5. Und verwendet habe ich CLM und REMO. Man sieht, die haben durchaus eine unterschiedliche räumliche Auflösung. Dieses Gebiet hier ist die sogenannte Reklam-Modellregion, die ich im Weiteren hauptsächlich betrachten werde, da ich für dieses Gebiet eben sowohl diese Klimamodelldaten als auch die Beobachtungsdaten vorliegen habe. Das Projekt Reklam wurde ja schon erwähnt. Innerhalb dieses Projektes zur Klimaanpassung sind die Analysen der Klimamodelldaten vorgenommen worden. Bei den statistischen Downscaling-Verfahren haben wir ja einige Namen gerade schon vom Arne Speckert gehört. Da sind es VEREX 4, VETREC 2006 und VETREC 2010. Bei VEREX 4 und VETREC 2006 haben wir jeweils drei Realisierungen verwendet. Das sind diese sogenannten normalen, trockenen und feuchten Läufe, die aus den ursprünglichen 10 Läufen synthetisiert wurden, und bei VETREC 2010 sind alle 10 ursprünglichen Realisierungen verwendet worden. Damit sieht man schon, bei den statistischen Modellen liegen viel, viel mehr Realisierungen vor als bei den dynamisch-physikalischen Modellen. Bei CLM liegt es daran, dass, also haben wir zwei Realisierungen, einmal für den ersten Lauf des Globalmodells und einmal für den zweiten. Alle anderen Ergebnisse sind nur für den ersten Lauf des Globalmodells vorgenommen worden. Wenn ich die Klimamodelle miteinander vergleiche, also einen Gesamttrend zusammenbringen will, muss ich berücksichtigen, diese unterschiedliche Zahl an Realisierungen, sodass ich immer erst einen Mittelwert für das jeweilige Modell gebildet habe, also einen mittleren Trend, und dann die Modelle miteinander gemittelt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel einen mittleren Trend für das Szenario A1b betrachten möchte. Kommen wir nun zu den Veränderungen. Zunächst einmal eine kurze Anmerkung zu den Emissionsszenarios. Wir haben die
sagen wir mal, alten Szenarios, also A1b, B1 und A2, verwendet, noch nicht die neuen repräsentativen Konzentrationspfade. Und für das Szenario A1b lagen uns für alle 5 Regionalmodelle und alle Realisierungen die Daten vor. Für die beiden anderen Emissionsszenarien, B1 und A2, lagen uns weniger Modelle vor. Also bei B1 fehlte uns REMO und bei A2 hatten wir nur noch die statistischen Modelle. Und um jetzt besser sehen zu können, ob die Unterschiede in den verschiedenen Szenarios jetzt rein auf Unterschiede im Kollektiv der Klimamodelle zusammenhängen, habe ich zusätzlich noch das A1b mal nur für die statistischen Modelle berechnet. Und da sieht man ganz deutlich, dass die unterschiedlichen Trends, die hier dargestellt sind, also es sind in dem Falle 11-jährige gleitende Mittelwerte dargestellt, also der mittlere Trend über alle Modelle, alle Realisierungen. Und da liegen A2 und A1b, wenn nur die statistischen Modelle verwendet werden, sehr nah beisammen. Wenn ich die physikalisch-dynamischen Modelle mit einbeziehe, sind B1 und A1b sehr nah zusammen. Also prinzipiell kann man sagen, beim Niederschlag ist die Wahl des Emissionsszenarios mehr oder weniger zu vernachlässigen. Deswegen werde ich mich im Folgenden auf das Szenario A1b konzentrieren, wo alle Modelle mit Daten uns zur Verfügung standen. Ich habe noch gar nicht erwähnt, was genau hier dargestellt ist. Also es sind die Jahresniederschlagsanomalien. Ich habe einen Niederschlagsanomalienindikator, den sogenannten RAI, Rainfall Anomaly Index, verwendet. Der ist von den Ergebnissen her sehr ähnlich zu dem auch häufig verwendeten SPI, Standardized Precipitation Index. Und hat eben den Vorteil, dass dadurch, dass man die Normalisierung auch in den Modellen für den Zeitraum 1961 bis 2000 vornehmen kann, dass man da dieses Problem des Bias in den Niederschlagsdaten ein bisschen umgehen kann. Also man kann die Datenreihen dann relativ gut zusammenbringen und muss nicht zusätzliche Korrekturen vornehmen. Ja, schauen wir mal etwas mehr ins Detail, beziehungsweise die folgenden Darstellungen werden in etwa so aussehen, dass ich einmal die Beobachtungsdaten habe, und zwar als 30-jährige gleitende Mittelwerte, also jeder Mittelwert ist ein Mittelwert über 30 Jahre, in dem Fall eben 1901 bis 1930. Und man sieht, wenn man in die Beobachtungsdaten schaut, in Sachsen Langzeit eher ein abnehmender Niederschlag, wobei etwa ab den 50er Jahren die Niederschlagssummen mehr oder weniger konstant gewesen sind, beziehungsweise in letzter Zeit sogar wieder leicht angestiegen sind. Das ist also das, was wir beobachtet haben. Im Mittel über die betrachteten Klimaprojektionen haben wir einen weiteren Rückgang der Niederschlagssummen über das gesamte Jahr bis zum Ende des 21. Jahrhunderts, wobei deutlich zu unterscheiden ist, die statistischen Modelle, vor allen Dingen Wetterrechte 2010, haben sehr, sehr deutliche Niederschlagsrückgänge, also zeigen sehr deutliche Niederschlagsrückgänge an, während die physikalischen Modelle, wie in dem Falle CLM mit dem größten Trend, leicht ansteigende Niederschlagssummen zeigen. Also es gibt doch noch eine erhebliche Unsicherheit, wenn man schon nur die allgemeinen Jahresniederschlagssummen anschaut. Und diese Unsicherheit in den Modellen, die wurde ja heute auch schon mal thematisiert beim Niederschlag, die wird sich auch in den weiteren Analysen zeigen. Um die ein bisschen einzufangen, diese Unsicherheit, habe ich eben zusätzlich zu dem Modell Mittelwert über das Emissionsszenario A1b immer noch das Modell mit dem jeweils größten und kleinsten Trend dargestellt. Gut. Jetzt ein kleiner Sprung, um die nächste Folie zu verstehen. Ich habe nicht nur die Jahresniederschlagssummen analysiert, sondern auch sogenannte langandauernde Trocken- und Nassphasen, die über den Dezilindikator bestimmt werden. Und dieses Bild hier, bitte nicht erschrecken, wer das von mir noch nicht kennt, das ist jetzt keine abstrakte Kunst, zumindest nicht beabsichtigt.
Und es ist auch kein Produktcode oder so etwas Ähnliches, sondern es zeigt einfach das zeitliche und räumliche Auftreten von diesen langandauernden Trocken- und Nassphasen. Und zwar diese Abkürzungen hier kennzeichnen verschiedene Teilregionen innerhalb von Sachsen. Und jede Zeile, die man hier sehen kann, ist eine Station. Und dieses ist, wie man sieht, die Zeitachse in monatlicher Auflösung dargestellt. Liegt eine Trockenphase vor, ist das orange dargestellt, liegt in der Nassphase vor, ist das Ganze blau dargestellt. Und man erkennt, dass es eben bestimmte Zeiträume, wie zum Beispiel hier zu Beginn der 60er Jahre gibt, wo über mehrere Jahre hinweg sehr lang andauernde Trockenphasen aufgetreten sind oder mehrere kürzere Trockenphasen hintereinander und das in der gesamten Region. Und diese Phasen wechseln sich eben ab mit Zeiträumen, wo dann verstärkt auch Nassphasen aufgetreten sind. Und das habe ich dann auch in den Klimamodellen analysiert. Also kann man für jedes Klimamodell dann so eine schöne Grafik darstellen, das möchte ich uns jetzt aber ersparen. Wenn man sich die Nassperioden betrachtet, sieht man doch deutliche Ähnlichkeiten zum Jahresniederschlag. Also auch die deziliären Nassperioden sind im 20. Jahrhundert etwas zurückgegangen, nicht ganz so stark wie der Niederschlag. Und in den Klimamodellen hat man auch einen leichten Rückgang. Und man hat wieder die gleichen beiden Modelle mit den größten Trends, die man auch schon bei den Jahresniederschlagssummen hatten. Also bei CLM einen deutlichen Anstieg in der räumlichen Deckung, also in der Größe des Gebietes, was von diesen Nassperioden betroffen wurde in der Zukunft. Wenn man sich das Ganze jetzt für die Trockenperioden betrachtet, oder erst noch eine Anmerkung, hier war dann eine Korrektur notwendig. Also in den Klimamodellen, die liefern nicht so eine hohe räumliche Abdeckung in den Dezilphasen. Normalerweise sind die hier im Bereich von etwas über 20-30%. Also hier habe ich eine Korrektur vorgenommen, um die erstmal auf das gleiche Niveau zu bringen, damit man das gut miteinander vergleichen kann. Also es ist einfach statistisch etwas dazu addiert, also diese Differenz. Gut, zu den Dezil-Trockenperioden. Ist im 20. Jahrhundert mit den abnehmenden Niederschlagssummen das deutlich angestiegen, die Dezil-Trockenperioden in ihrer Häufigkeit und auch Andauer, wie sie hier durch die räumliche Deckung repräsentiert werden. Und in den letzten Dekaden ist das zurückgegangen. Wenn man nochmal kurz in das Bild zurückgeht, dann fällt auf, dass eben hier in den letzten 20-30 Jahren das Muster stärker fragmentiert ist. Also dass man nicht mehr so lange Phasen hat, wo man jetzt wirklich eine Trockenphase oder eine Nassphase hat, sondern dass das häufiger sich abwechselt. Und das spiegelt sich eben in den Trends wieder, sodass man gen Ende des 20., Beginn 21. Jahrhunderts sowohl einen leichten Rückgang in den Nassperioden als auch einen Rückgang in den Trockenperioden sehen kann. Ja, man sieht wieder in den Klimamodellen recht unterschiedliche Ergebnisse. In dem Fall ist es das Modell REMO, was den geringsten Trend anzeigt, mit einem doch deutlichen Rückgang, wo man sagen könnte, okay, das setzt ja mehr oder weniger den Rückgangstrend, den wir in letzter Zeit beobachtet haben, ganz gut fort. Der Mittelwert über alle Modelle, da könnte man sagen, okay, der setzt unter Umständen diesen mittleren Trend über die Beobachtungsdaten in die Zukunft fort und führt eben zu einer weiteren Erhöhung von Dezil-Trockenperioden. Ja, und das Modell mit dem größten Trend wäre dann Wettrecht 2010, was dann wirklich zu enorm starken Trockenzeiten, also langandauernden Trockenphasen zum Ende des 21. Jahrhunderts führen würde. Ja, das sind jetzt die Dinge, die ich auf der Basis von Monatsniederschlagsdaten gemacht habe. Das gesamte Jahr. Man kann das Ganze natürlich auch jahreszeitlich differenzieren. In den
Beobachtungsdaten hat sich ja gezeigt, dass jahreszeitlich in Sachsen durchaus unterschiedliche Trends auftreten. So hier für den Sommer hat man eben Niederschlagsrückgänge beobachtet, wobei in den letzten 20 bis 30 Jahren im Sommer auch wieder leichte Zunahmen des Niederschlags beobachtet wurden. In den Klimamodellen setzt sich dieser Rückgang der Niederschläge mehr oder weniger fort. Also das ist eine der einheitlichsten Entwicklungen, die man in den Modellen sehen kann. Also wirklich alle Modelle zeigen einen Rückgang der Niederschlagssummen an. Wie sieht es dann mit dem Starkniederschlag im Sommer aus? Für die Beobachtungsdaten kann man da nicht wirklich was sehen. Das ist mehr oder weniger gleich geblieben. In den Modellen hat man einen leichten Rückgangstrend, wobei ich den Starkniederschlag hier vereinfachend definiert habe über die Häufigkeit des 95. Perzentils. Ich habe jedoch auch viele weitere Starkniederschlagsindikatoren berechnet und miteinander verglichen und die liefern größtenteils ähnliche Ergebnisse. Ja, die Trockenperioden, hier anhand der maximalen Andauer von Trockenperioden, nehmen mit den abnehmenden Niederschlägen deutlich zu. Also es sind deutlich längere Trockenphasen zu erwarten. Also schon in den Beobachtungsdaten ist dieser Anstieg im Sommer deutlich sichtbar und das setzt sich eben in den Klimamodelldaten fort, auch wieder in allen Klimamodellen, die ich betrachtet habe, sichtbar. Nassperioden verhalten sich dem mehr oder weniger entgegengesetzt, zeigen also einen leichten Rückgang. Mit den abnehmenden Niederschlagssummen passt also auch ganz gut zusammen. Die einzige Ausnahme bildet hier WETREG 2010, die trotz abnehmender Sommerniederschläge zunehmende Nassperioden anzeigt. Doch das ist mehr oder weniger ein Problem in der Datenbasis, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn man nur die Klimastation betrachtet, also das Stationskollektiv sehr stark ausdünnt, dann verschwindet dieser Effekt mehr oder weniger und man bekommt auch Rückgangstrends. Ja, für den Winter, ich möchte mich hier eben auf den Sommer und den Winter beschränken, um das Ganze nicht zu lang zu machen. Die Analysen wurden natürlich auch für das Frühjahr und den Herbst vorgenommen und auch für die Vegetationsperioden 1 und 2. Ja, im Winter waren die Niederschläge mehr oder weniger stabil, beziehungsweise haben ab den 50er Jahren etwas zugenommen. In den Modellen setzt sich das mehr oder weniger fort, dass man kaum Niederschlagsveränderungen sieht. In den physikalisch-dynamischen Modellen hat man leichte, also mäßige Anstiege des Niederschlags und vor allen Dingen in WETREG 2010 eben deutliche Rückgänge des Niederschlags auch im Winter. Dennoch, also trotz dieser mehr oder weniger gleichbleibenden Niederschlagsentwicklung, zeigt sich beim Starkniederschlag eine Zunahme der Starkniederschläge im Winter über alle Modelle hinweg. Die Trockenperioden sind lange Zeit mehr oder weniger gleichbleibend und nehmen erst gen Ende des 21. Jahrhunderts ab, wobei das auch wieder stark durch die statistischen Modelle beeinflusst ist. Und die Nassperioden, da kann man nicht wirklich was sagen. Da sieht man kaum Veränderungen im 21. Jahrhundert und auch in der Vergangenheit hatte man vielleicht einen ganz leichten Anstieg, aber das ist statistisch kaum signifikant. Ja, nachdem wir das jetzt gesehen haben, wir haben 5 Regionalmodelle gehabt, die alle auf dem gleichen Globalmodell basiert haben. Wir sind also noch ziemlich eingeschränkt, hängen sehr stark an dem Globalmodell und deswegen haben wir die gleichen Analysen dann auch nochmal für 8 andere Globalmodelle durchgeführt und 12 andere Regionalmodelle aus dem Ensembles-Projekt. Und da möchte ich hier nochmal kurz auf die allgemeine Niederschlagsentwicklung in diesen Modellen eingehen, beziehungsweise auf die starken Niederschlags- und Trockenheitstrends, die sich dann doch etwas differenzierter darstellen
unter Einbeziehung dieser mehr Projektion als bisher gezeigt. Ja, für den Sommer habe ich jetzt hier als Beispiel mal dargestellt, das Änderungssignal für die Zeitscheibe 2021 bis 50 im Vergleich zu dem Änderungssignal der Zeitscheibe 2071 bis 2100. In dem Falle für die Ensemblesmodelle dargestellt und einige ausgewählte Modelle aus dem Reklamprojekt. Und die Symbole, also Kreise bedeuten immer, dass es das antreibende Globalmodell, das HetzCM3 ist. Die Quadrate sagen, dass es Echam ist. Dreiecke ist das französische Modell, Aupech. Ja, man sieht, dass wenn man zur Mitte des 21. Jahrhunderts geht, haben die Modelle noch eine sehr große Streuung. Also einige Modelle haben eben Niederschlagsrückgänge im Sommer, andere Niederschlagsanstiege. Wenn wir dann uns das Änderungssignal für das Ende des 21. Jahrhunderts anschauen, ist die Entwicklung deutlich stärker im negativen Bereich. Nur ganz wenige Modelle zeigen ansteigende Niederschlagssummen im Sommer. Also zum Ende des 21. Jahrhunderts kann man relativ sicher in unserer Region von Niederschlagsrückgängen und dann, wie ich gleich zeigen werde, damit verbundenen längeren Trockenphasen ausgehen. Die gleiche Analyse oder Darstellung für die anderen drei Jahreszeiten. Das Frühjahr zum Ende des 21. Jahrhunderts hin eben eher nasser, genau wie Herbst und Winter, also vor allen Dingen der Winter deutlich nasser. Eine Ausnahme häufig, Wettreck 2010, das eben auch im Winter Niederschlagsrückgänge als einziges Modell zeigt und damit die bisher gezeigten Trends für die Reklamregion eben doch stark beeinflusst. Ja, mittlere Andauer von Trockenperioden in verschiedenen globalen Modellen und regionalen Modellen. Einmal für den Sommer das Änderungssignal und einmal für den Winter, jeweils für das Ende des 21. Jahrhunderts dargestellt. Und man sieht, der Großteil der Modelle weist längere Trockenperioden im Sommer auf, zum Ende des 21. Jahrhunderts, während im Winter eher Rückgänge zu verzeichnen sind. Und da ordnen sich eben die Modelle, die wir in Reklam verwendet haben, sehr gut in dieses allgemeine Ensemble von weiteren Klimamodelldaten ein. Wie sieht das jetzt beim Starkniederschlag aus? Da stellt sich das Ganze etwas differenzierter dar. Hier ist wieder dargestellt die Starkniederschlagshäufigkeit als Häufigkeit der Überschreitung des 95. Perzentils, wieder Sommer und Winter gegenübergestellt für das Ende des 21. Jahrhunderts. Und im Sommer versammeln sich die Modelle größtenteils bei plus minus 20%, also mehr oder weniger gleichbleibende Starkniederschläge. Und im Winter ist der Großteil der Modelle doch bei zum Teil erheblichen Anstiegen in der Häufigkeit von Starkniederschlägen. Was wir, wenn wir nur die Reklammodelle verwendet haben, so in der Art noch nicht sehen konnten. Wenn man jetzt in dem Falle den Starkniederschlag, also noch extremere Starkniederschläge anschaut und sich zum Beispiel das 99. Perzentil anschaut, dann verändert sich das Ganze noch etwas mehr. Zum einen werden die Trends insgesamt größer und zum anderen rücken mehr Modelle im Sommer auf die Seite der Anstiegstrends. Also nun haben wir viel mehr Modelle hier, die auch im Sommer ansteigende Starkniederschläge zeigen, also die besonders extrem Starkniederschläge. Für den Winter bleibt es auch überwiegend im Bereich ansteigender Starkniederschläge. Ja, zusammenfassend möchte ich sagen, dass die Wahl des also des Klimamodells viel entscheidender ist als die Wahl des Emissionsszenarios, wenn man Niederschlag betrachtet. Für die Temperaturen hat die Wahl des Emissions,
Szenarios schon eine sehr große Bedeutung. Für die Niederschläge ist es in dem Falle zu vernachlässigen und es ist viel wichtiger, welche Klimamodelle man in sein Ensemble mit einbezieht und betrachtet. Also das kann die Gesamtaussage sehr stark beeinflussen. Ich habe größtenteils 30-jährige gleitende Mittelwerte dargestellt. Also eigentlich über 30 Jahre ist ja Klima definiert. Und trotzdem hatten wir zum Teil noch erhebliche Schwankungen, also vor allen Dingen in den Modellen. Wir haben also eine sehr, sehr große interne Klimavariabilität da, was natürlich die Trends sehr, sehr stark beeinflusst. Also in Abhängigkeit, für welchen Zeitraum ich den Trend berechne, kann ich durchaus sehr, sehr unterschiedliche Trends erhalten. Also die Trends sind als nicht übermäßig stabil zu sehen. Was man sagen kann für den Sommer und den Winter ist grundsätzlich im Sommer sowohl in den Beobachtungen als auch in den Klimamodelldaten eher abnehmende Niederschlagssummen, damit einhergehend mehr oder weniger gleichbleibende Startniederschläge. Da wird es eben schwieriger, wirklich eine treffende Aussage zu machen. Es gibt einige Indizien, dass sehr extreme Niederschlagsereignisse in der Zukunft ansteigen werden, aber das ist noch recht wenig belastbar. Für die Trockenperioden war das Signal sowohl in den Beobachtungsdaten als auch in den Klimamodelldaten recht deutlich. Ansteigende Trockenperiodenlängen, nicht so sehr in der Häufigkeit, sondern wirklich längere Phasen, wo fast kein Niederschlag fällt. Bei den Nassperioden hat man kaum Veränderungen gesehen, sowohl in den Beobachtungsdaten als auch in den Klimamodelldaten. Eventuell passend zu den rückgehenden Niederschlagssummen auch leicht abnehmende Nassperiodenlängen. Im Winter gibt es sowohl in den Beobachtungsdaten als auch in den Klimamodelldaten so Tendenzen zu ansteigenden Niederschlägen, mit Ausnahme von Wetterig 2010 in dem Falle. Die Starkniederschläge in den Beobachtungsdaten ansteigend und in den Klimamodelldaten, zumindest wenn man das größere Ensemble betrachtet, deutlich ansteigend. Trockenperiodenlängen im Winter eher abnehmend, was auch wieder zu den zunehmenden Niederschlagssummen passt. Und bei den Nassperioden kann man wieder nicht allzu viel sehen. Ja, prinzipiell in den Übergangsjahreszeiten, dem Frühjahr und im Sommer, stellt sich das Ganze noch deutlich differenzierter dar. Und es ist teilweise sehr, sehr schwierig. Also die Beobachtungsdaten passen dann häufig nicht ganz so gut zu den Klimamodelldaten. Wie zum Beispiel im Frühjahr hat man teilweise abnehmende Niederschlagstrends beobachtet, während die Modelle dann stärker die Zunahme im Frühjahr projizieren. Ja, soweit für heute. Und das Ganze wird demnächst als in den Berichten des Deutschen Wetterdienstes veröffentlicht. Ich habe hier mal kurz die Gliederung aufgezeigt. Ja. Sollte dann irgendwann im Sommer diesen Jahres erscheinen. Dankeschön. Vielen Dank. Fragen an Frau Hensel. Bitte, Herr Sommer und Herr Schönwiese. Jetzt habe ich zuerst links geguckt. Ja, Frau Hensel, eine Nachfrage zu der vorletzten Folie, die Sie gezeigt haben, der Zusammenfassung. Wir beobachten ja im Augenblick, wenn ich das recht sehe, was die Starkniederschläge angeht und damit auch die Niederschlagssummen, eher Zunahmen im Sommer. Das kam auch nochmal auf unserer Regionalkonferenz vor ein paar Wochen in Leipzig ganz deutlich raus. Offensichtlich geben die Modelle das für die Zukunft aber anders wieder, oder? Genau. Also nochmal zurückgehen. Sommer. Man sieht das ja in den Beobachtungsdaten ziemlich deutlich, dass eben gerade in den letzten Dekaden die Niederschläge im Sommer angestiegen sind und somit auch die Starkniederschläge. Ist jetzt eben schwierig, ist das jetzt bloß eine vorübergehende Phase, also der natürlichen Klimavariabilität zuzuordnen oder ist das wirklich auf Prozesse zurückzuführen, die die Klimamodelle einfach nicht abbilden? Und das, denke ich, wird die Zukunft zeigen müssen.
Also muss man noch stärker in die Ursachenforschung gehen. Warum hat sich denn die Niederschlagsentwicklung in Sachsen eben in den letzten Jahrzehnten so verändert, vor allen Dingen im Sommer? Der Professor Werner vom Potsdam-Institut hat ja in Leipzig auch nochmal aufgezeigt, dass gerade die konvektiven Niederschläge deutlich zunehmen zulasten der advektiven. Also das heißt, diese typischen Fronten wir nicht mehr haben oder kaum noch bis in Sachsen haben, da mehr die konvektiven. Das hat mich jetzt insofern ein bisschen verwundert hier, aber kommt so nicht raus. Also ich meine, diese Veränderungen in den advektiven und konvektiven Niederschlägen, die sieht man, denke ich, auch sehr gut in diesen langandauernden Dezilphasen. Denn durch diese konvektiven Ereignisse, wenn mehr Niederschläge durch konvektive Ereignisse sind, dann habe ich einfach nicht mehr diese sehr lang andauernden Nass- oder Trockenphasen, sondern und auch eine stärkere regionale Differenzierung in diesen Nass- und Trockenphasen. Also das bildet sich schon mit ab, aber es ist eben schwierig, dann wirklich das zu zeigen. Gut. Dann Herr Schönwiese. Ja, Frau Hensel, Sie haben eine ganze Reihe von interessanten Ergebnissen gezeigt, möchte ich eigentlich bei verschiedenen Punkten einhaken, aber weil wir gerade bei dieser Problematik hier sind, ich verfolge so ein bisschen die Temperatur-Niederschlag-Trends für Gesamtdeutschland und da ist interessant, dass bei der Temperatur tut sich nicht allzu viel, also die Trends sind relativ stabil, aber im Sommer und im Winter habe ich gesehen, dass die Trends sich umgekehrt haben, das heißt der bisherige Trend zu abnehmendem Sommerniederschlag, wie das auch die Grafik oben links zeigt, hat sich umgedreht, Zunahme, und im Winter interessanterweise das Umgekehrte, also eher Trockenphasen zugenommen haben. Jetzt zurück zu Ihrem Bild mit der abstrakten Kunst. Da haben Sie ja selber darauf hingewiesen, dass also dieser Gleichklang der Nass- und Trockenperioden in der letzten Zeit sich quasi aufgelöst hat. Und vielleicht gibt es da irgendwelche Zusammenhänge, es wurde schon andiskutiert, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man, speziell der Sommer wäre das, wenn es einem gelingt, sauber zu trennen zwischen advektivem Niederschlag, frontgebundenem Niederschlag und konvektivem. Es gibt ja durchaus plausible Überlegungen, dass der Konvektive zunehmen sollte. Wir haben ja Erwärmung, vor allem in der unteren Atmosphäre, nach oben wird es weniger, Stratosphäre, Abkühlung, Stratosphäre spielt jetzt keine Rolle, aber die Schichtungsstabilität bzw. Labilität könnte sich systematisch ändern, das könnte die konvektiven Niederschläge begünstigen. Also wenn man es schaffen würde, ich nehme an, die Modelle können das besonders schlecht, also jetzt den konvektiven Niederschlag ordentlich simulieren. Also ich vermute, an der Stelle liegt eventuell die Lösung des Rätsels. Das wäre, also ist sehr plausibel, dass eben die Modelle deshalb den Sommerniederschlag in dem Falle anders simulieren, als wir es beobachtet haben, weil sie eben die konvektiven Niederschläge in dem Falle nicht so gut abbilden können. Also Blicke ins Publikum und bitte um weitere Fragen. Herr Kammerschen, bitte. Frau Hensel, wenn Sie sich in die Rolle eines sächsischen Politikers versetzen würden und jetzt Ihre Forschungsergebnisse betrachten, würden Sie sagen, Ihre Forschungsergebnisse sind bereits so signifikant, dass Sie dann als sächsische Politikerin daraus tatsächlich konkrete praktische Handlungsanleitungen entnehmen würden, oder würden Sie sagen, es ist noch in so einem Bereich der Unsicherheit, dass man weitere wissenschaftliche Ergebnisse abwarten muss? Das ist eine eher politische Frage. Und meine Überzeugung ist, dass man in jedem Falle handeln kann und muss, egal wie unsicher wissenschaftliche Erkenntnisse sind. Weil wenn man wartet, bis Wissenschaft wirklich sichere Ergebnisse liefert, die wird man erst durch die Beobachtung sehen und dann ist es zu spät. Also es gibt genügend Dinge, die man tun kann, auch unter Unsicherheiten. Herr Schönwiese nochmal. Noch eine kurze Zusatzfrage, die sich vielleicht mehr an den Herrn Speckert richtet. Es fällt ja auf, dass das Wettreck-Modell zum Teil ganz erheblich aus dem Rahmen fällt gegenüber den anderen Modellen. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, woran das liegen also, könnte? Also, soweit ich da informiert bin, liegt das einfach an der spezifischen Lage von Sachsen und eben den Veränderungen von Wetterlagen. Und wenn eben verstärkt Anströmungen aus Südwesten kommen und Sachsen dann im Windschatten des Erzgebirges liegt, dann kann es eben auch im Winter zu Niederschlagsabnahmen führen. Also mir wurde das erklärt eben als spezifische Charakteristik von Sachsen.
Aber vielleicht kann Arne da, der meldet sich gerade, noch etwas ergänzen. Also erstmal, wenn es heißt, es fällt aus dem Rahmen, muss ich erstmal sagen, was definiert denn da den Rahmen? Ja, ist es einfach nur, ist es ein Unterschied, das stimmt. Es hat aber auch was damit zu tun, dass WETREC ja auf eine ganz andere Weise vorgeht. Es nimmt ja im Grunde die Vergangenheit, sortiert die Vergangenheit um, zerhackt die sozusagen in Episoden und setzt sie nach einer anderen Vorstellung zusammen. Wir sagen, es steckt auch immer ein bisschen Gegenwartsinformation drin. Das ist also schon mal eine ganz andere Herangehensweise, was einen dann nicht wundert, dass da auch andere Ergebnisse rauskommen. Und wir stecken da selber noch in der Ursachenforschung drin, aber ich würde jetzt erstmal nicht sagen, dass das aus einem Rahmen fällt, weil ich habe ja gar keine Messlatte, was jetzt tatsächlich das Korrekte ist in der Darstellung. Es ist im Grunde die Unsicherheit, die ich immer wieder auch kommunizieren muss, dass ich sagen muss, das ist einfach eine Bandbreite. Es gibt verschiedene Ansätze, die verschiedenen Ansätze kommen zu verschiedenen Ergebnissen. Die sind ja auch grundunterschiedlich. Und es wäre schön, wenn die alle am selben Strang ziehen würden und wir würden jetzt das klare Signal setzen können. Okay. Aber, oh ja, tatsächlich, was so eine Batterie ausmacht. Aber es ist halt wirklich so, dass wir Ihnen nichts Deutlicheres, uns tränt ja selber das Herz. Ne? Wenn wir würden Ihnen ja gerne mehr an die Hand geben, wo man sagt, okay, hier sind gemeinsame Schienen erreicht. Es kommt jetzt dazu, dass die Ergebnisse selber von Modellen erarbeitet wurden, die selber in Überarbeitung sind. Das ist ja eine zusätzliche Schwierigkeit für Sie. Sie haben ja auch sozusagen kein Kontinuum, da kommen jetzt immer wieder Modelle, die auf dieselbe Art gestrickt sind dazu, sondern alle, sagen wir mal, 4 Jahre gibt es neue Erkenntnisse, aber die Modelle, die dahinter stecken, haben sich auch nochmal verändert. Man kann immer nur ein klein wenig Prinzip Hoffnung ansetzen, dass wir alle bestrebt sind, die Modelle objektiv zu verbessern, dass wir auf dem Wege sind, da Sachen auszumerzen, die vielleicht in der Vergangenheit drin gewesen sind und dass man, wenn jetzt eine neue Generation von Modellen herausgekommen ist, dass man dort auch eine stärker konvergierende Ensemble an Ergebnissen bekommt, mit dem Sie dann auch mehr anfangen können. Aber was würde es uns denn helfen, wenn wir Ihnen den Mittelwert kommunizieren und da nach links und rechts weicht es unheimlich stark ab? Davon hätten Sie auch nichts. Insofern finde ich es transparenter, wenn Sie halt wissen, da ist noch einiges zu tun und die Belastbarkeit ist noch gering. Aber da möchte ich auch der Stefanie Hensel sagen, genau, es ist im Grunde gibt es ja auch ein paar Dinge, mit denen wir schon mal anfangen können, die nicht die volle Belastbarkeit der Eingangsinformation benötigt. Punkt. Gut. Herr Böttger. Ja, Frau Dr. Hensel, eine Bemerkung, eine Frage. Vielleicht beginne ich mit der Frage. Starkniederschläge, wie sind die definiert? Und gehe ich dann recht in der Annahme, dass die Starkniederschläge nicht zwangsläufig zu, sagen wir, Extremereignissen führen müssen? Das Zweite, Ihr Vortrag, aber auch das in Leipzig gesagt worden ist, plus das, was wir in diesem Jahr noch erwarten, nämlich die Trendanalyse Sachsen, die ja recht bald veröffentlicht werden wird, zeigen eigentlich, dass man räumlich und zeitlich viel mehr differenzieren muss für die, die dann mit dem Klimawandel umgehen müssen, also für die Anwender. Wenn ich dann gucke, Vegetationsperiode 1 und Vegetationsperiode 2, was dann auftritt, auch mit Trockenereignissen, ich denke, wir müssen uns davon lösen, dass wir mit Jahresmitteln arbeiten, sowohl im Niederschlag als auch in Temperatur. Ich denke, das hat der Vortrag auch nochmal gezeigt. Ja, ich habe ja auch deutlich gemacht, dass noch deutlich differenzierte Analysen erfolgt sind, die dann auch in dem Bericht veröffentlicht wurden. Zu der Frage Starkniederschlag. Hier habe ich eine rein statistische Definition vorgenommen, also die Überschreitungshäufigkeit des 95. Perzentils bzw. des 99. Perzentils.
Es wurden auch Analysen für die Größe dieser Perzentilwerte vorgenommen und für die Überschreitung absoluter Schwellen wie 10 mm Tagesniederschlag, 20 mm Tagesniederschlag. Und für die Beobachtungsdaten habe ich da auch eine Grafik da, glaube ich, wo das verglichen wird. Okay, das zeigt eben die Stabilität der Trends für unterschiedliche Indikatoren. Also N95P ist eben die Überschreitungshäufigkeit des 95. Perzentils, dann des 99. Perzentils, N10 und 20 ist Überschreitungshäufigkeit 10 und 20 mm Niederschlagshöhe. Und dann eben MGT steht für Magnitude, also die Höhe, also Größe des Perzentils. Dargestellt sind hier relative lineare 50-Jahres-Trends, um eben zu zeigen, wie stabil sind die Verhältnisse. Irgendwie funktioniert der Zeiger leider nicht mehr. Und da sieht man eben schon, dass erhebliche Fluktuationen in den Trends, vor allen Dingen in den beiden Vegetationsperioden, aufgetreten sind. Also dort sich die Trends sehr, sehr stark verändert haben. Wenn man das hier mal sieht, der erste Trend ist eben für 1931 bis 80 dargestellt und der letzte wäre dann 1963 bis 2012. Und da ist eben in jüngster Zeit in der ersten Vegetationsperiode in einer Abnahme der Starkniederschläge zu verzeichnen und in der zweiten Vegetationsperiode eine sehr, sehr deutliche Zunahme, wobei eben die zweite Vegetationsperiode von Juli bis September reicht und die erste von April bis Juni. Und auch im Herbst sieht man, dass in jüngster Zeit nochmal ein deutlicher Anstieg der Starkniederschlagstrends erfolgt ist, während sie zwischenzeitlich eben nahe bei Null gewesen sind. Und prinzipiell ist der Verlauf der einzelnen Indikatoren sehr, sehr ähnlich und die größten Ereignisse, also die extremsten Ereignisse, zeigen meist auch die größten Trends. Und prinzipiell, weil Sie noch fragten, ob denn so ein so definierter Starkniederschlag unbedingt mit Auswirkungen verbunden sein muss, natürlich nicht. Das wäre dann wieder eine andere Herangehensweise, eben eine andere Starkniederschlagsdefinition zu schauen. Also das ist einfach eine Art von Potenzial für Schäden, was diese Niederschlagsindikatoren abbilden. Schön, ich sehe jetzt keine Hand mehr oben. Doch eine, bitte. Das ist dann vielleicht die letzte Frage zu diesem Vortrag. Ja, leider. Also es ist so, dass die grauen Balken, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, eben zeigen, dass für diese Station, für diesen Zeitraum keine Daten vorliegen. Und es ist schon so, dass vor allen Dingen ab 2000 ein deutlicher Abbau von Stationen erfolgt ist. Wenn man die ganze Analyse, also man kann das ja eindampfen und dann nur noch die Stationen betrachten, die mehr oder weniger durchgehende Daten vorliegen haben und da die Muster ja relativ einheitlich über diese kleine Region sind, würde man die Muster trotzdem noch sehen. Also das, solche Darstellungen habe ich jetzt leider hier nicht dabei, aber habe ich auch gemacht, da sieht man dann die Gesamtmuster besser, wenn man das Stationskollektiv insgesamt etwas ausdünnt. Aber der Effekt ist so und so da. Also ich habe die Analysen dann eben für dieses kleinere Kollektiv und für das große Kollektiv durchgeführt, auch Trendanalysen. Und die Trends, die waren sehr, sehr ähnlich. Also dieses Auffächern, was man am Ende sieht, ist nicht wirklich zurückzuführen auf die Verringerung der Station, sondern es ist ein wirklicher Effekt, soweit ich das einschätzen kann. Gut, dann bedanke ich mich bei den Diskutanten und bei Frau Hensel für den Vortrag.